bin bewaffnet. Wer ist da? Wer ich bin, das ist wichtig. Warum so zornig? Komm einfach raus und zeig dich. Dann passiert dir auch nichts. Wir können über alles reden. Was willst du mir denn antun? Ich zögere nicht, dich zu erschießen. Warum? Du musst mich nicht erschießen. Ich tue dir doch nichts. Du wunderst dich. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut. Aber ich bin hier. Ich bin hier bei dir. Nimm deine Waffe runter. Setz dich hin und ruh dich erstmal ein wenig aus. Hab keine Angst. Ich kann dir alles erklären. Es gibt Dinge, die sehr schwer zu verstehen sind. Sag mir, wer du bist. Die Antwort, wer oder was ich bin, werde ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass wir viele sind. Was genau meinst du mit ihr seid viele? Die Antwort bekommst du noch. Zur rechten Zeit. Aber nicht von mir. Du musst zu einem bestimmten Ort. Und dort findest du dann alle Antworten, die du brauchst. Sag es mir. Bitte. Wie gesagt, im Moment bist du noch nicht bereit für diese Antwort. Du musst zu diesem besonderen Ort. Sag mir, wohin ich gehen soll. Geh Richtung Osten. Da findest du einen Wald. Dort findest du auch deine Antwort. Und geh. Ich darf nicht aufgeben.
Ich dachte, ich wäre der Einzige, der das überlebt hat. Du bist nicht der Einzige. Es haben so einige überlebt. Was meinst du mit einige? Nicht weit von hier ist eine Siedlung. Wir sind 56 Menschen, die den Meteoritenregen überlebt haben. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Wir suchen regelmäßig die Gegend nach Überlebenden ab. Heute haben wir dich gefunden. Ich habe eine Stimme gehört, die mich in diese Richtung geführt hat. Viele von uns haben diese Stimme gehört. Wir alle haben sie gehört. Was ist das für eine Stimme? Das weiß niemand so genau. Komm einfach mit uns. Wir müssen zurück in die Siedlung, bevor es dunkel. Wie weit ist es denn noch? Was geht hier eigentlich vor? Wo habt ihr denn Angst? Als die Kometen einschlugen, haben so einige überlebt. Auch welche, die in der Nähe waren. Doch diese haben sich verändert. Wie meinst du das verändert? Die Kometen, die waren mit irgendwas befallen. Ein Virus oder irgendeine Strahlung. Die Menschen, die das abbekommen haben, sind keine Menschen mehr. Was ist mit denen passiert? Niemand hat sie bis jetzt gesehen. Nur gehört. Ich habe damals gesehen, wie das passiert ist. Ein Regen von Kometen schlug in die Stadt ein. Eine Wolke aus Säure verbreitete sich über das ganze Land. Es verätzte die Menschen, die versucht haben, panisch davor wegzulaufen. Ich hatte Glück. Ich befand mich im Keller und konnte alles aus dem Kellerfenster beobachten. Das Glas am Fenster fing irgendwann an zu schmelzen. Ich versteckte mich im Unterkeller, hörte das Knirschen und Knacken, bis ich irgendwann in Ohnmacht fiel. Als ich wach wurde, war alles und jeder vernichtet. Ich war Gott sei Dank weit davon entfernt. Ich kenne nur Geschichten von Überlebenden. Ich habe auch alle meine Angehörigen verloren. Trotzdem müssen wir jetzt weiter. Was zum Teufel ist hier passiert? War das eure Siedlung? Das waren die. Wir müssen hier aber weg. Das hat die Stimme getan! Was meinst du damit? Das hat die Stimme getan! Sie hat uns herangeführt, um uns zu töten! Sie versucht uns zu lenken! Was geht hier vor? Wir können nicht hierbleiben! Wir müssen hier wegkommen! Die Stimme will uns töten! Wozu fliehen wir? Die kriegt es doch egal, wo wir sind. Es macht keinen Sinn zu fliehen. Die Stimme ist überall. Er hat recht. Die Stimme wird uns überall finden. Was sollen wir jetzt tun? Diese Stimme, die spielt mit uns ein Spiel. Ah!
fürchte dich nicht. Gleich kommst du zur Erkenntnis. Du wirst sehen, was dich erwartet. Und dann bist du frei. Weißt du die Antwort, mein lieber Freund? Wir sind Überlebende, die durch die Strahlung telepathische Fähigkeiten bekommen haben. So können wir euch lenken. Lass dich nicht täuschen. Du hast genau gesehen, wie die gesamte Welt vernichtet wurde. Du hast es gesehen. Es ist alles zerstört. Die sind es, die dich täuschen wollen. Die wollen dir eine Zivilisation zeigen, die es nicht gibt. Das sind die. Das alles ist nicht wahr. Du musst das alles hier beenden. Täusche dich nur. Töte sie alle. Töte sie. Los, töte sie. Töte sie.